Noch vor wenigen Tagen schien garantiert, dass die Jahresendrallye kommt, dass wir also richtig nochmal nach oben gehen bis zum letzten Handelstag des Jahres 2022. Bärenmarkt ist vorbei, hurra! Habt ihr nicht gehört, dass Paul ziemlich dovish war, dass die Fed kurz vor einem Pivot steht und jetzt plötzlich ist alles anders? Warum ist alles anders? Vor allem mental ist vieles anderes, weil US-Großbanken reihenweise jetzt sagen, also diese Rallye, der trauen wir nicht mehr, war ja schön, aber jetzt kommt der Bär zurück, denn es wird eine Rezession kommen, dann stellen sich die Bewertungsfragen für die nach wie vor sehr, sehr hohen Bewertungen. Die Märkte sind dann an einem Goldilocks-Szenario, also sie suchen sich das Beste raus, das fing schon letzte Woche mit der Paul-Rede an, als man nur das hören wollte, was man auch wirklich hören wollte, und jetzt sind alle Gewinne seit der Paul-Rede erstmal futsch, und diejenigen, die dann oben gekauft haben, die sind jetzt natürlich so langsam unter Wasser, und je tiefer die Märkte kommen, umso mehr kommen sie unter Wasser. Deswegen, das hatte ich heute Morgen schon gesagt, ist eben der Weg nach unten jetzt der Weg des größten Schmerzes, und Märkte tendieren dazu, den Weg des größten Schmerzes zu gehen. Schauen wir uns erstmal hier diese Kursverläufe an. Wir haben alle Indizes, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich jetzt das Video aufnehme, im Minus. Und das war doch eigentlich nicht vorgesehen, war doch die beste aller Welten. Bärenmarkt ist vorbei. Jetzt wollen wir wieder zu neuen Ufern aufbrechen. Aber wir sehen jetzt den S&P 500 mit dem vierten Tag in Folge mit Verlusten. Und so titelt CNBC: As Recession Fears Rattle Wall Street. Aha, Rezessionssorgen, die waren vorher nicht da. Natürlich waren sie da, aber die wurden nach unten gehalten. Wir sehen, dass vor allem Technologieaktien unter Druck sind, und hier sagt ein Analyst, also hier die Investoren realisieren langsam, dass gute Nachrichten schlechte Nachrichten sind für die Märkte und dass die Fed eben nicht so schnell umsteuern wird. Typische Bärenmarktcharakteristik, eben diese Anstiege nach der Paul-Rede, massive Anstiege davor nach dem Inflationsbericht, dem letzten Nasdaq plus 8%, nach der Paul-Rede letzte Woche Nasdaq über 4%, das ist nicht typisch für Bullenmärkte, das ist eher charakteristisch für Bärenmärkte. Und so enden eben diese Bärenmarkt-Rallys dann, wenn die Leute besonders optimistisch sind, dazu gleich mehr. Jedenfalls sagt er, die Investoren sind hier weit vor die Kurve gerannt und müssen jetzt gucken, wie sie wieder in die Kurve kommen. Jedenfalls haben wir eben das große dialektische Problem dieser Rallye, das ich versuche immer wieder anzusprechen. Wenn die Rezession kommt, dann ist die Fed gezwungen, die Zinsen zu senken. Aber das ist dann kein Grund zur Party, wie wir hier in der rechten Grafik sehen. Immer wenn die Fed die Zinsen gesenkt hat, dann, oder meistens, nicht immer, aber meistens sind dann die Aktienmärkte weiter gefallen, weil man sich gefragt hat, ja, warum senkt sie denn die Zinsen? Eben, weil die Wirtschaft sich abschwächt. Wenn die Rezession nicht kommt, dann muss die Fed eben länger auch eine restriktive Geldpolitik betreiben. Also das ist eigentlich eine sehr unschöne Situation, da beißt sich die Katze richtig in den Schwanz. Und jetzt kommen wir zu den Aussagen der amerikanischen Großbanken. Bank of America sagt, ja, der S&P 500 könnte 20% fallen in den nächsten Monaten, eben wenn diese Rezession sich in einer Marktkorrektur dann niederschlägt. Schauen wir uns an, was Morgan Stanley sagt. Downtrend, der bleibt intakt. Sharply negative outlook for earnings next year. Also ganz negativer Ausblick für die Unternehmensgewinne nächstes Jahr. Gewinne mitnehmen, bevor der Bär wieder zurückkommt. Morgan Stanleys Mike Wilson, der ja so richtig viele Treffer hatte in diesem Jahr, so ziemlich den Markt perfekt getimt hat, sagt, bereitet euch auf zweistellige Kursverluste für Aktien vor. Aus derselben Motivation eben zu sagen, die Rezession wird eben die Gewinne der Unternehmen wegfressen. Und alle waren ja schon wieder irgendwie mental im Bullenmarktmodus, aber wir haben gestern gesehen, den 58. Handelstag des Jahres 2022, wo wir mindestens 1% gefallen sind. Das war der größte oder ist der größte Wert seit eben dem Jahr 2008, also seit der Finanzkrise. Dieser Bullenmarkt, der war letztendlich nur in der Fantasie vorhanden. Aber es ist immer eben so, dass wenn dann diese Bärenmarkt-Rallys kommen, die Leute euphorisiert sind und sagen, so, das ist der Boden, jetzt haben wir den Boden gefunden, jetzt geht es nach oben, dann kommt FOMO, alle noch möglichst schnell rein, und so
entsteht dann eben der Weg des größten Schmerzes, wenn die dann alle drin sind in ihrem FOMO und dann vielleicht das Gegenteil passiert. Die Deutsche Bank sagt hier, next year earnings dürften katastrophal schlecht werden. Also man hat hier eine deutlich niedrige Erwartung als die Konsenserwartung. Ob es so kommt, muss man sehen. Das weiß auch wahrscheinlich die Deutsche Bank nicht sicher, aber wir sehen auch einen JP Morgan, Jamie Dimon, der sagt, wir werden eine milde bis harte Rezession nächstes Jahr sehen. Und die Konsumenten, so Jamie Dimon, der es wissen muss, weil JP Morgan ja unglaublich viele Kreditkartendaten abwickelt, der sagt, die haben noch ein paar Reserven, aber die werden dann in 2023 aufgebraucht sein. Und dann wird es mit dem Konsum eben auch ein bisschen schwieriger. Dann von der Bank of America, CEO Moynihan, der sagt, also, wir dürften im nächsten Jahr mindestens 3 Quartale negativen Wachstum sehen. Auch eine super Formulierung, negatives Wachstum. Ich dachte, das wäre Schrumpfung, aber nein, es ist negatives Wachstum. Und das wird ja alles schon reflektiert, eben in der Zinskurve, die 10- und die 2-jährige. Jetzt so invertiert wie seit 1981 nicht mehr, geht weiter praktisch in den negativen Bereich mit jetzt 82 Basispunkten, also 0,82%. Also die Anleihenmärkte schreien ohnehin schon seit Wochen, oh, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Die Aktienmärkte, die wollen aber erstmal weiterspielen und dann könnte es eben sein, dass die Landung dann auch hart ist im Bereich der Realität, wenn dann eben diese Realität zur Kenntnis genommen wird und genau auf die Wahrnehmung dieser Realität appelliert Mr. Roberts, den ich öfter hier auch schon gebracht habe, der sagt, Investoren müssen die Wahrscheinlichkeiten in dem gegenwärtigen ökonomischen Umfeld beachten und die Fed wird gezwungen sein, eine Nachfragezerstörung zu beschreiben. Wenn aber diese Nachfragezerstörung passiert, dann heißt das weniger Wachstum, Wirtschaftswachstum, reduced earnings. Und, also praktisch all das, was ich vorhin schon gesagt habe, dann sind die Valuations elevated, dann sind die sehr, sehr hoch und die sind ja sehr hoch nach wie vor, das darf man nicht vergessen, nicht bei jeder Aktie, nicht falsch verstehen, aber eben beim Gesamtmarkt, vor allem bei den US-Aktien. Und wenn eine Rezession vermieden wird, das ist das große Problem, dann wird die Fed eben länger restriktiv bleiben. Also das ist dieser Widerspruch, der sich kaum auflösen lässt. Und dass die Rezession kommt, da habe ich heute eine hundertprozentige Bestätigung erfahren, meine Damen und Herren. Denn Jim Cramer sagt, ich sehe keine Rezession kommen. Das wird nicht passieren. Auf der anderen Seite sagte Jim Cramer, der ein sehr verlässlicher Kontraindikator ist, die Fed kann nicht aufhören, die Zinsen anzuheben aus einigen Gründen. Es gibt nicht genug Leute, die jetzt praktisch als Arbeitskraft nachrücken in die Labor Force. Wir sehen, dass sehr viele Leute, so sagt Cramer, eben im IT-Bereich arbeiten, in der Softwareindustrie, da gibt es, die braucht noch mehr Entlassungen und es gäbe sehr, sehr viele Firmen, die in den letzten 2 Jahren gegründet wurden. Also mit anderen Worten sagt er, der Arbeitsmarkt bleibt eng und das wird die Fed daran hindern, die Zinsen zu senken, vor allem wieder, aber vor allem das Risiko ist aus meiner Sicht eben, wann hört die Fed auf, die Zinsen anzuheben und wie lange dauert es, bis sie die Zinsen dann wieder senkt? Das ist ja die große Frage. Für die Märkte wäre es das Beste, wenn eine Rezession kommt, damit die Fed die Zinsen schneller senkt, mittelfristig bis langfristig zumindest. Dagegen wäre es wahrscheinlich relativ schlecht, wenn wir maximal eine milde Rezession sehen oder gar keine Rezession, weil die Fed eben dann länger die Geldpolitik straff halten würde und das heißt weniger Liquidität oder weiterer Liquiditätsentzug und das mögen die Märkte nicht. Also sagt JP Morgan, das Trading Desk derselben, der S&P 500 dürfte wieder in den Bereich 3700 bis 3900 reinkommen vor den Daten in der nächsten Woche zur Inflation in den USA. Das wird sehr, sehr entscheidend. Nächster Dienstag Fed, dann nächster Mittwoch. Das werden natürlich die ganz, ganz wichtigen Trigger jetzt für die nächsten Bewegungen an den Märkten. Heute ging es auch nach unten, gerade bei den Tech-Werten, weil hier die EU praktisch Meta sagt, also hier eure Werbungs- oder eure ganzen AGBs, die sind so nicht zulässig, daraufhin Facebook respektive Meta 6% abgestürzt und eben nochmal hier zurück zu dieser Geschichte mit der Inflation. Eigentlich will Paul, dass die Zinsen 1% über
der Kerninflation liegen. Und da haben wir noch ein Stück weit einen Weg, da müsste also noch was passieren. Und solange also wir hier nicht in irgendeiner Form einen Gamechanger erleben, so sagt Sven Henrik, wäre eigentlich das Skript für das nächste Jahr und fürs übernächste Jahr Rallyes zu verkaufen und dann eben, wenn wir eine überverkaufte Marktsituation haben, eben auch mal wieder einzusteigen und eine solche Rallye zu spielen. Das kann man ja durchaus tun, das ist meistens auch sehr lukrativ. Gerade in Bärenmärkten sind die Rallyes eben impulsiv, wir haben es gesehen. Wie gesagt, letzte Woche Nasdaq über 4%, vorletzte Woche, glaube ich, oder vor 3 Wochen war es, mit den Inflationsdaten plus 8%. Man muss dann irgendwann nur die Reißleine wieder ziehen und sich nicht vom FOMO letztendlich irre machen lassen. Hier sagt ein Analysehaus, der größte, nämlich das, die Deutsche Bank, unsere größte Sorge ist, dass die Fed etwas kaputt machen wird und die größte Gefahr liegt im Shadow Banking System. Und ich hatte gestern schon auf diesen Artikel verwiesen, dass in Währungsderivaten derzeit 65 Billionen Dollar liegen, die nicht in Bilanzen aufscheinen. Und ähnlich negativ jetzt auch UniCredit, die sagen massive Abwärtsrisiken aufgrund eben der Rezession und all diesen Dingen, die damit verbunden sind. Also wir sehen, die Großbanken, die sind wirklich jetzt komplett umgeschwenkt. Kontraindikator, ja, kann man ja auch nicht ausschließen, aber man kann davon ausgehen, dass die Herrschaften sich jetzt bereits von dieser Rallye verabschiedet haben. Das hatte Mike Wilson von Morgan Stanley, der beste Market Timer, ja schon kürzlich gesagt. Gucken wir uns jetzt mal charttechnisch den S&P 500 an, dann sind wir aus dieser Wedge, auf diesem Aufwärtstrendkanal, zunächst mal rausgefallen. Wir sind jetzt in der Nähe, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das Video aufnehme, in dem Bereich ist von 3940 Punkten. Wenn der nach unten durchginge, so sagt er, dann wäre noch Luft bis 3760. So in diesem Bereich, 3,87 beim S&P 500, war auch der Ausgangspunkt, als die letzten Inflationsdaten kamen, die ja überraschend niedrig ausgefallen waren, daraufhin diese massive Rallye an den Aktienmärkten. Vielleicht werden wir dieses Gap wieder schließen, eben in diesem Bereich. Und immer wieder jetzt in letzter Zeit die Vorwürfe an mich, Mensch, du bist so negativ, du zeigst immer nur das Schlechte, zeigst immer nur das, was sozusagen für fallende Märkte spricht. Und da will ich kurz mal mich dazu äußern, wo bleibt die Neutralität? Naja, wer mich länger verfolgt, der weiß, dass ich durchaus gelegentlich bullish bin, aber eben dann, wenn es aus meiner Sicht Sinn macht, wenn wir positive Divergenzen in so vielen Indikatoren haben, Bullish Percentage Index, McClellan Oscillator, Aktien über ihrem 50 oder 20 Tagesdurchschnitt respektive drunter, wenn das alles gegen Null tendiert, wenn wir total bärische Stimmung haben, ausverkauft sind, dann werde ich bullish, aber ich tendiere nicht dazu, bullish zu werden, wenn alle bullish sind und das war zuletzt der Fall. Hier schreibt der Kommentator auf YouTube hier zu meinem Video, der S&P 500 steht kurz davor, durch die Decke zu oder auf diese Trendkanallinie zu überwinden, wird nur durch die großen Tech-Werte gebremst. Naja, aber die sind nun mal relevant und wahrscheinlich sogar entscheidend, diese großen Tech-Werte, weil die einfach den Markt nach unten ziehen. Die Marktbreite sei sehr gut gewesen in letzter Zeit. Liegt auch daran, dass eben viele rausgehen aus den großen Tech-Werten und dann woanders reingegangen sind. Heißt aber noch nicht, dass diese Marktbreite automatisch dann eine Rallye garantiert. S&P ist an einem starken Widerstandsbereich angekommen und zunächst davon abgeprallt und über diesem Widerstandsbereich liegen Stops. Was passiert, wenn der Markt sich diese Stops holt? Ja, dann geht es vielleicht weiter nach oben. Also wie gesagt, ich versuche hier nicht aus ideologischer Überzeugung irgendeine Richtung hier zu postulieren, sondern ich gucke mir eben die verschiedenen Parameter an und wenn diese Parameter relativ eindeutig in eine Richtung deuten, auch wenn es länger dauert, diese Rallye hat länger gedauert, als man eigentlich denkt und nochmal ein Stück und nochmal ein Stück, aber dann ist es eben schwieriger, wenn diese Parameter, wenn diese Indikatoren rot leuchten und zwar verschiedenste Parameter alle in eine Richtung deuten, was derzeit eher der Fall gewesen ist oder in den letzten Tagen, dann sollte man skeptisch werden. Du willst die Märkte nach unten drücken hier, du bist wohl selber bis über beide Ohren short, dazu äußere ich mich nicht. Jedenfalls sei das eine einseitige Berichterstattung, könne man doch viel neutraler machen.
Und so weiter und so fort. Du solltest mal über Dinge sprechen wie Aktien, die unterbewertet sind, wo sich Chancen auftun. Das tue ich gelegentlich, auch wenn ich mich mit konkreten Empfehlungen, wie ich denke, zu Recht zurückhalte. Nimm dir ein kleines Beispiel an Markus Koch. Gut, der geht auch short und begründet das, aber er sieht auch die Longchancen, die ich bei dir vermisse. Ja, aber ich versuche sozusagen, ist alles richtig, ich versuche halt die lukrativere Bewegung letztendlich zu avisieren, die dann eben die übergeordnet richtige ist auch. Das ist etwas, was für mich relativ wichtig ist. Ich hatte etwa hier, deswegen habe ich das mal hier rausgegriffen, am 17. Oktober, da waren wir ziemlich am Tief gesagt, gefährliche Zeiten für Bären. Also ich bin nicht immer bärisch. Nein, 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 so ist es nicht. Gerade wenn die Indikatoren eben positive Divergenzen ausweisen. Also wenn die Stimmung ganz am Boden ist, wenn alle Parameter nicht mehr weiter nach unten können, weil sie schon am Boden liegen, dann sollte man bullisch sein, auch wenn das total schwer ist, weil die Stimmungslage eben am Markt so total negativ ist, da ist es schwer, sich dagegen zu stellen. Also das nochmal als kurze Erklärung. Jetzt einige Empfehlungen. Russland erwägt eigene Preisstrategie gegen Obergrenze für Öl. Also die wollen jetzt selber vorgehen oder ein eigenes Modell gegen diesen Preisdeckel bei Öl setzen. Russland und China haben sich schon verständigt, sagen also, wir verstehen uns gut, wir versuchen da zusammenzuarbeiten, letztendlich gegen die G7, gegen die EU, gegen die USA. Wir sehen, der Ölpreis fällt trotzdem deutlich. Wir waren bei Crude Oil in diesem Chart von Capital.com über der Marke von 82, fast in Richtung 83. Jetzt sind wir so im Bereich 74, 75. Hier sehen wir nochmal Aussagen von Habeck, der sagt, ja, also die Chemiefirmen in Deutschland, die ja besonders unter dieser Energiekrise leiden, die seien doch selber schuld, die hätten sich zu sehr auf russisches Gas verlassen. Das gilt, glaube ich, auch für Deutschland insgesamt, könnte man sagen, aber es hat ja lange gut funktioniert und vor allem war es sehr günstig. Das hat auch diese gute Wirtschaftslage ermöglicht der letzten Jahre, wie, glaube ich, eben auch dazu zu sagen ist. Aber wenn man jetzt nicht reagiert auf die Energieknappheit, auf die teure Energie, indem man eben so viel Angebot auf den Markt bringt, wie es geht, dann betreibt man eben Wohlstandsvernichtung und während man Merkel und anderen vorwerfen kann, hier falsche Weichen gestellt zu haben. Ob das so ist, sei auch nochmal hinterfragt. Aber es ist doch das Entscheidende, dass ich dann in einer wirklich kritischen Situation auch das Richtige tue, das Logische tue, das Nachvollziehbare tue. Jetzt will Robert Habeck immerhin versuchen, eine Antwort auf die amerikanischen protektionistischen Maßnahmen zu geben. Ja, da gibt es ja Inflation Reduction Act, es gibt den Buy American Act etc. Wir sehen, und das ist die erste Empfehlung, meine Damen und Herren, jetzt hat es den ersten Hedgefonds erwischt durch die FTX-Pleite, also die Pleite dieser Kryptobörse. Herrlich, was da passiert. Ansteckungsgefahr für die Finanzmärkte insgesamt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall jetzt sozusagen ein Übergreifen auch auf andere Bereiche. Wir sehen, dass die Rentenversicherung scheinbar Überschüsse aufweist, so wird uns erzählt. Aber es ist, wie mein Kollege Claudio Kummerfeld sagt, eine groteske Realitätsverweigerung, weil immer mehr Steuergelder aufgewendet werden müssen, um diese Renten noch finanzieren zu können. Das trägt sich ja nicht von selbst, also durch die Einzahlungen der Bürger. Und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, USA und EU erwägen Klimazölle auf Stahl und Aluminium aus China. Jetzt ist also praktisch das Argument Klima letztendlich auch eine Rechtfertigung für Protektionismus. Man kann es kaum absurder finden und beschreiben, was derzeit passiert ist. Ist eine, naja, wie soll man sagen, eine Situation, die mich phasenweise schmunzeln lässt und dann wieder sehr, sehr nachdenklich macht. Drei Empfehlungen also aus diesen Artikeln. FTX mit Hedgefonds, EU und die Klimazölle und eben auch die deutsche Rentenversicherung. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.